Seit Ende vergangener Woche kann man Jack Black in einer wahren Geschichte auf Netflix ansehen. Und dabei geht es um Jan Levan und ein Polka-Imperium, das er wirklich versucht hat, zumindest aufzubauen. Und damit geht es jetzt um The Polka King. In der wahren Geschichte von The Polka King verkörpert Jack Black den Polka-Musiker Jan Levan, der einst aus Polen in die USA gegangen ist, um dort den amerikanischen Traum zu leben. Besonders in den 70er Jahren versucht er sich als Künstler, der immer größer denkt und vor allem seinen eigenen Namen immer wieder versucht, als Marke zu etablieren im Bundesstaat Pennsylvania. Doch das tut er recht erfolglos, sodass sich sogar seine eigenen Freunde und Bandkollegen von ihm abwenden wollen. Doch plötzlich hat er eine Geschäftsidee. Schafft es Kleininvestoren für sich zu begeistern und über Jahre hinweg reift Jan Levans kleiner Traum über einen Geschenkeshop, einem Plattenlabel, einem Reiseunternehmen und vielem mehr zu einem Imperium, dem nach und nach die Behörden auf die Schliche kommen. Denn wenn Jan eines kann, dann Leute blenden und bestechen. The Polka King geht 95 Minuten, eine Altersfreigabe ist offiziell nicht bekannt. Ich würde den Film grob in Richtung FSK 6 tendieren lassen und ist seit dem 12. Januar 2018 auf Netflix anschaubar. Ist eine Komödie mit Biopic-Faktor, also eine wahre Geschichte, auf der das Ganze beruht. Und so aber witzig, weil dieser Mann Jan Levan, um den es geht, über ganz viele kleine Etappen und damit auch Leuten etwas vorzuspielen, sehr erfolgreich geworden ist, bis hin zur der Tatsache, dass er eine Grammy-Nominierung bekommen hat. Und mittendrin Jack Black, den ich sehr, sehr gerne sehe und der mit seinen Gesangseinlagen auf der einen Seite cool ist und auf der anderen Seite versuchen muss, eine Geschichte zu tragen, die grundsätzlich sehr vorhersehbar ist und so richtig witzig für eine Komödie, aber auch nicht, aber total wirr und aberwitzig wiederum und man sich fragt, okay, ist das wirklich passiert? Und man denkt sich, ja, das ist irgendwie eine Mini-Mini-Mini-Version von Wolf of Wall Street und den kann man einfach so weggucken. Die 95 Minuten sind dann auch nicht zu lang, aber es ist keine große filmische Kunst, weil ich oft viel zu sehr schnell ahne, was als nächstes passiert und auch vielleicht dieses Thema Polka-Musik und Co. für viele ein Ticken zu weit weg ist. An dieser Stelle gibt es also Licht und Schatten. Ein guter Film ist es nicht geworden. Ein richtig schlechter aus meiner Sicht, aber auch nicht. Dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast und neben all den Figuren rund um Jan Levan reden wir natürlich über Jack Black als die Hauptfigur. Ich sehe ihn immer unglaublich gerne, weil er so eine grundpositive Art und Weise hat. Etwas Kreatives, Wirres, Aufgedrehtes, Verrücktes findet man in verschiedensten Filmgenres wieder auf der großen Kinoleinwand. In den letzten Jahren leider für meinen Geschmack persönlich ein bisschen zu wenig, deswegen ich mich gefreut habe, ihn in der Neuauflage von, oder nicht Neuauflage, in einer Jumanji-Variante neben Dwayne Johnson und Kevin Hart zu sehen, in der er seinen Job außerordentlich gut und für mich überraschend stark gemacht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass er dort in diesem Film so funktioniert hat. Und jetzt hier also The Polka King. Es gibt ja immer wieder große Namen, die sich eben zu den Video-on-Demand- oder Streaming-Anbietern verlaufen, um vielleicht auch in dieser Welt, die sehr zukunftsweisend ist, schon früh Fuß zu fassen. Hier als Jan Levan mit seinem starken Akzent die ganze Zeit, spielt er mit auch diesen Typen, der die ganze Zeit am liebsten grinst und sagen will, komm zu Jan Levan, hier ist alles irgendwie besser als bei den anderen und mit mir kannst du ganz viel Geld verdienen. Und als er es schafft, Freunde und Bekannte dazu zu überreden, Geld in ihn zu investieren mit einer irrwitzig hohen Rendite, wo man eigentlich schon fragen müsste, okay, hier kann irgendetwas nicht stimmen, ist es trotzdem seine überpositive Art beim Aufbau eines Schneeballsystems, bei dem man denkt, okay, irgendwie kann man diesem Typen nichts abschlagen. Und darauf basiert letztendlich seine Figur. Und da passt Jack Blacks positive Art total drauf. Nur ist die Geschichte, die eigentlich erzählt wird, einfach zu dünn. Und da kann er auch einfach nicht genug retten, um einen ganzen Film damit zu füllen. Für meinen persönlichen Geschmack in einer Dokumentation gut aufgehoben, in einem eigenen Film eher ein wenig schwierig. Im Ensemble ringsherum, ob die Frau, die an seiner Seite steht, die Schwiegermutter, die immer skeptisch ist, die Behörden, die ein Stück weit ermitteln, aber irgendwie diesen Fall nicht für ganz so groß erachten oder viele Leute, die investieren und irgendwie diesen Typen lieben wegen ihm und der immer wieder Glück hat, Sachen, die er anpreist, die eigentlich nicht stattfinden können, irgendwie doch noch rumzubiegen, die machen das schon ordentlich in einem Ambiente und da kommen wir zur Kameraarbeit, das recht farbenfroh gestaltet ist. Irgendwie polnische Herkunft, Polka-Musik, das klingt irgendwie ein bisschen nach Volksspaß und rumtanzen und Freude haben und genau das findet man auch in vielen Sequenzen auf der Bühne immer wieder bei The Polka King. Neben dem, was eben abseits von den Hinterzimmern und irgendwelchen Zahlenschiebereien stattfindet, ist einfach eingefangen, keine große Kamerakunst an der Stelle, aber so wie ich es irgendwie erwartet habe, nach den ersten Einblicken rund um diesen Film. Das Szenenbild ist entweder das Haus von Jan oder Bühnen, auf denen er auftritt, oder der Tourbus, in dem er ständig immer wieder diskutieren muss, wie er seine Musiker so bezahlen soll, dass sie zufriedengestellt sind. Die Musik ist entweder Polka und ein bisschen polnisches Feeling oder osteuropäischer Einschlag, was die begleitende Musik angeht, ansonsten aber in Ordnung soweit, nichts, was mich jetzt besonders überrascht hat. Kostüm und Make-up ist ein wenig drüber für meinen Geschmack, aber hey, wir sind auch in den 70er, 80er und 90er Jahren an dieser Stelle. Muss ich sagen, der Film ist handwerklich in Ordnung, aber nichts, wo ich jetzt einzeln sagen würde, okay, das hat unterirdisch gar nicht funktioniert, aber auch nichts, was ich jetzt besonders detailreich anders fand. Da hat mir einfach eine gewisse Qualität gefehlt, aber ich würde dem Film jetzt auch nicht zuschreiben, dass er da irgendwie keine Leistung erbracht hätte. Effekte gibt es ansonsten keine.
über die wir jetzt gezielt reden müssten, haben wir also hier einen Streifen, bei dessen Komödienfaktor ich nicht wirklich viel lachen musste, dessen Geschichte ein bisschen zu vorhersehbar war, dessen Handwerk in Ordnung ist und sich einfach so wegguckt. Und wenn man mich fragt, was finde ich gut? Ich mag die Geschichte, die ist witzig, eben wie eine Mini-Version von Wolf of Wall Street, auch wenn ich diesen Vergleich wirklich, da sind Welten dazwischen natürlich, das will ich voranstellen an dieser Stelle. Ich sehe Jack Black gerne und mag den Typen einfach mit seiner grundsympathischen Art und der ist mit seinen 95 Minuten dann auch nicht zu lang, der Film. Aber wenn man das schon als positiv dazu schreibt, muss man das auch ein bisschen kritisch sehen, weil was finde ich nicht so gut. Handlung sehr vorhersehbar, Geschichte ist ein bisschen zu schmal, um den ganzen Film damit tragen zu können. Ein relativ spezielles Thema, nicht jeder hat Zugang zu Polka-Musik und ein Mann, der ein Polka-Imperium aufbauen will. Und es fehlt irgendwie der wirkliche Spannungsbogen. Wenn ich schon sehe, wo eine Sache hin will, wo will sie dann wirklich spannend werden? Und das funktioniert eben dann nur bedingt. Und wer eh Netflix hat oder ein riesen Jack Black-Fan ist, für den ist das vielleicht was. Ich persönlich gebe The Polka King 5,5 von 10 möglichen Punkten als Komödie-Biopic und 5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Damit ist er weder gut noch richtig schlecht, aber das reicht meist schon nicht aus, um den Zuschauer davon zu überzeugen, seine Zeit dafür zu investieren. Okay, damit bin ich am Ende meiner Review zu The Polka King seit dem 12. Januar auf Netflix anzuschauen. Und wenn ihr den schon gesehen habt, dann lasst mich doch gerne eure Meinung zu dem Film wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.